Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon A Wonderful Life. Mir ist gerade aufgefallen, dass auf meinem Mikro oder unter meinem Mikro so eine Folie liegt. So eine Klarsichtfolie, wo man halt Kopien reinlegt und so. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber die klebt die ganze Zeit an meinem Unterarm. Und macht Entertainment. Hallo Zug! Wenn man ihn denn gehört hat. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Ich höre ihn ziemlich laut. Aber es gibt auch Momente, wo ich ihn kaum höre. Im Video hört man dann meistens so ein leises Rauschen. Es sei denn, es ist totenstill. Dann hört man wirklich, dass da ein Zug vorbeigefahren ist. Komm, wenn ich mir jetzt noch länger Zeit nehme, hat es wieder aufgehört zu schneien. Jetzt lassen wir mal die Tiere rein. Die freuen sich, wenn sie ständig hin und her geschickt werden. Oder nicht, meine Lieben? So. Nee, machen wir mal nicht. Wir packen mal jetzt gutes Futter da rein in die Krippe. Lalalala, da ist es. Einmal. Zweimal. Tritt sie gleich einen Schritt näher ran. Man könnte ja was verpassen. Und dann schauen wir mal nach unseren Hühnern. Denn da müsste es ja jetzt frische Eier geben. Na wahr? Dankeschön. Und sie ist gleich für mich eingeschlafen, dass sie nicht meckert. Ach, und sie ist jetzt extra aufgewacht, damit sie meckern kann. Das ist doch bestimmt Janice. Ich guck mal kurz. Nee, Yisha. Du hast mich mal mehr gemocht. Also ich weiß nicht, was heute zugverkehrtechnisch hier los ist. Jetzt ist schon der 5. Güterzug, der hier vorbei brettert. Schon bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ist schon viel. Also mich stört's nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Zeit meines Lebens lebe ich in diesem Haus. Von daher höre ich das gar nicht erst. Ich höre es generell nicht, wenn Züge vorbeifahren. Also ich höre es schon, aber ich registriere es nicht. Das sind so Sachen, an die man sich halt gewöhnt. So. Dann gehen wir jetzt noch gießen, wa? Wie viel haben wir denn? Ja, 67 Quadrat dürfte ausreichen. Dann darf ich ja am nächsten Tag wahrscheinlich wieder ernten, so wie es aussieht. Die Berito, die sind ja fast reif. Und die eine Rübe, da ist auch reif. Bald. Blüht im Moment, aber die wird reif sein. Und wenn ich selber dafür sorge und sie aus dem Boden reißen muss. Why not, never? Ja, das hat doch mehr Winterfeeling. Ist ja auch sehr passend, gerade weil es jetzt im Moment Frühling wird. Draußen sind 12 Grad Celsius. Aber hier kriegen wir Winterfeeling. Ist auch der Wahnsinn, wie schnell der Frühling gekommen ist, oder? Von heute auf morgen ganz plötzlich 20 Grad. Pam. Da denkst du auch irgendwann so, ja. Ist ja schön und so. Aber den Winter hatte ich jetzt auch langsam satt. Auch wenn er lange, lange, lange Zeit auf sich warten ließ. Besonders um Weihnachten rum hätte es mehr schneien können, finde ich. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Und ob der Winter kommt oder nicht, ist ja auch ihm selbst überlassen. Muss er selber wissen, war. Ich habe nur so ein bisschen Angst, weil es war zwar ein Winter da, aber er war nicht sonderlich lang. Und wir hatten letztes Jahr hier bei uns am Rande Berlins richtig, richtig viele Mücken. Richtig viele. Also, das war echt schon nicht mehr feierlich. Da hast du den Arm angeguckt, also habe ich mir meinen Arm angeguckt und da waren da, ich
glaube, dass die meisten Stiche, die ich hatte, waren so Mitte August oder so in dem Dreh. Und es waren 40 Stiche. Nicht alle an einem Arm, aber so auf dem ganzen Körper verteilt. Und das ist dann, wenn du dich so gar nicht mehr bewegen kannst, ohne dass da an so einen Mückenstich kommt, der dann anfängt zu jucken, ist natürlich auch irgendwie unangenehm und unschön. Also da würde ich andere Sachen bevorzugen. Nein, ich wollte gar nicht speichern. Ich trinke nochmal einen Schluck und rühre in meinem Getränk herum. Mist. Ich habe gerade versucht, so leise wie möglich diesen Strohhalm abzusetzen und dann war jetzt auch noch die, dann war das Getränk leer. Und ja, ich wollte nicht so viele Geräusche machen, was aber nicht geklappt hat. Leider, leider, leider. So, dann schauen wir mal. Ui, das sieht gut aus. Das sieht richtig schön aus. Aber die Rübe ist immer noch nicht reif. Aber das macht nichts. Dann sehen wir jetzt aber trotzdem erstmal die Berito aus. Was ist denn hier? Was wächst denn da? Ach, eine Kartoffel. So, dann säen wir drei neue Berito-Samen aus. Berito und Yamato sind im Moment die, die ich am allermeisten züchte. Weil ich von denen, die... weil ich die Prototypen davon, die Hybride, ja so früh auch schon hatte. Also die waren ja die ersten, die ich gezüchtet habe. Gekreuzt habe. Nevar. Dieses Nevar habe ich mir angewöhnt. Und ich weiß nicht, woher ich es habe. Das finde ich irgendwie voll gruselig. Also ich habe jetzt niemanden im Bekanntenkreis, der das ständig sagt oder so. Aber angewöhnt habe ich es mir trotzdem. Huch! Sophie, was hast du denn da gerade gemacht? Das ist gruselig. Lass das. Ach komm. Lass dich doch einfach da reinschieben. Aber ich muss Holly wahrscheinlich wegschieben, gell? So, Holly. Holly, tu mir mal den Gefallen und geh da mal weg. Holly. Ach man, Holly. Du kannst aber auch nicht hören, ne? So. Ja, komm, lauf mir hinterher. Das finde ich gut. Dann ist genug Platz für Madamchen. Wer ist denn das? Also doch Sophie. Sophie, hör auf rumzuspasten. Spacken wollte ich eigentlich sagen. Tut mir leid. Irgendwie ist es heute auch so... Was denn? Meine Fresse. Hm? Meckerst du, dass dein Trog leer ist? Ja, klar. Ich habe ja auch 5 Millionen Arme, mit denen ich hier euer Futter bestücken kann. Mann, Mann, Mann. Ja, hör auf zu meckern. Ist doch gut. Bin doch da. Und das gerne und jederzeit. Hallo Drucker, schön, dass du dich auch meldest. Was hätte ich nur ohne dich getan? Ja, ne? Finde ich auch. Das war jetzt seltsam. Also ich konnte nichts in den Trog legen, obwohl sie nicht gekaut hat, also... Naja, 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 naja. So. Bürste. Mo. Mo. Leck. Riesenleck. Wunderbar, wunderbar. Upsala. Ach hier, ne? So. Um dich müssen wir uns noch kümmern, so kalbtechnisch. Muss ich auch noch mal gucken. So. Jetzt haben wir nicht unwesentlich viele Samen. So. La 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 la.
la 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 la. Ich frage mich, also ich finde es irgendwie seltsam, dass man gefragt wird, ob man es wirklich herausnehmen will und ob man es wirklich ablegen will, weil man hat ja keine Wahl, ne? So, die Kabere kommt rein, die zwei Diebe kommen dort hinein. Dann kommen die Bellito dazu. Und der Rest wird mit Fuyu aufgefüllt. Aber das sind dann nicht so viele, das sind nur 4 Stück. Aber wir haben auch nur noch 6 Fuyu. Also, jetzt müsste bald mal eine Ernte mit Hybriden reinknallen, damit wir keinen Effizienzverlust haben. Effizienzverlust, das klingt ja auch schon nett. So, die packen wir erstmal weg. Uiuiui, das sind schon viele. So, was wollte ich denn? Ach so, ja, ich weiß es wieder. Die Brise wollte ich weglegen. Ha! So, okay. Oh, es hat aufgehört zu schneien, das ist gut. Dann können wir die Tiere rauslassen. Guten Tag. Hi. Gut, dann gehen wir jetzt mal... Nee, wir gehen erstmal zum Federtier. Zum Federgetier. Hallo. Na? Wie gefällt euch der Winter? So, vom Fenster aus. Ja, überlegt euch mal, weiße Hühner unterwegs in einer 30 cm hohen Schneeschicht. Die findest du doch nie wieder. Und die erfrieren dann wahrscheinlich. Also es ist besser, wenn sie drin bleiben. Und die Entchen sind ja auch noch weiß. Den einzigen, den man wahrscheinlich sofort wiederfinden würde, wäre wahrscheinlich Funk. Wahrscheinlich. Habe ich wahrscheinlich gesagt? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es wahrscheinlich. Hey! Den aber auch nur, weil er so einen roten Kopf hat. Gut. La 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 la. Na na. So, dann haben wir jetzt 2 Stunden Zeit, um unser Feld zu wässern und zu düngen. Das müsste doch zu schaffen sein. Und danach werden wir uns nochmal in den Versandraum bewegen oder begeben, um dort dann zu schauen, ob wir Janet einen Kuhwundertrank geben können. Und der Satz hätte mit Sicherheit viel mehr Wirkung gehabt, wenn ich nicht 30 Millionen Mal dazwischen gesagt hätte. Ja. Tja, Spontanität ist halt nicht jedermanns Sache. Meine ist es eigentlich schon, aber manchmal ist es dann sehr holprig. Gut. Das hätten wir dann so erstmal geklärt. La, 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 la. La. Ich weiß nicht, mir ist nur so ein bisschen nach Trällern. Auch wenn es überhaupt nicht zur Musik passt. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Komm, das schaffst du, die paar Pflänzchen. Oh, die Zeit hier läuft gerade fast parallel mit meinem Timer. Mein Timer ist nur... Ah, ich stelle gerade fest, die Minuten bei Harvest Moon sind keine ganze Sekunde. Sind ein bisschen kürzer. Weil eben war mein Timer noch um einiges, um eine Sekunde schneller. Und jetzt hat die... Moment. Nee, gar nicht. Umgekehrt. Die ist ein bisschen kürzer. Als eine Sekunde. Ich bin verwirrt. Bei Sims ist es ja wirklich exakt eine Sekunde. Die Minute. La 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 la.
Da spielt man dann also ohne Pause und irgendwas 24 Minuten pro Tag. So, dann schauen wir mal. Komm, den Reifeprozess können wir noch sehen. Ja. Mein K... Er ist nicht reif geworden, okay. Gut, dann machen wir das noch weg. Und säen dann eine neue aus. Nee, nee, nee. Nee, schnell, 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 schnell. So, und wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon: A Wonderful Life wieder. Au revoir.